Wir begrüßen Sie, liebe Fußballfans, am Kommentatorenmikrofon heute Manni Breukmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und Sie sollten mal den Manni Breukmann sehen, der ist richtig heiß auf dieses Spiel. Na, dann legen wir los. Hast du das auch mitbekommen, Buschi? Es scheint wirklich einen Interessenten für diesen Spieler zu geben. Ja, habe ich auch mitbekommen. Bleibt nur die Frage, ob er selbst auch wechseln möchte. Heute ein schlagkräftiges Team zusammenzustellen, ist bestimmt keine leichte Aufgabe für den Trainer, der Gastgeber Frank. Viele der erfahrenen Spieler, die er sonst gern einsetzt, müssen momentan eine Zwangspause wegen Verletzung einlegen. Das wird nicht einfach für die Gäste. Ihr Stammspieler im zentralen Mittelfeld hat sich verletzt und muss pausieren. Sensationell. Da entwickelt sich möglicherweise was. So, Moment auf Firmino. Und der ist drin. Das hat er schön gemacht. Weitschüsse, das sind seine Spezialitäten. Und wenn Sie ihn so zum Schuss kommen lassen, dann trifft er auch irgendwann. Ja, und Sie sollten ihn keine Sekunde aus den Augen lassen. Auswärts haben die Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Toll, wie er das macht. Und ja, das ist der Ausgleich. Da sah die Abwehr aber nicht gut aus. Offen und wir sehen noch einmal auch das wieder eine klasse Parade des Keepers. Jetzt ist er ganz frei durch. Kopfball. Jetzt haben sie sich die Führung geholt. Der absolute Underdog geht in Führung. Und das liebe ich am Fußball, dass solche Dinge hier möglich sind. Und jetzt bin ich mal gespannt, was noch kommt. Ja, und wunderschön zu sehen, genau im richtigen Moment. Ball sehen für die Dortmunder Borussen. Eigentlich kann der Trainer ja zufrieden sein, aber damit hast du selten Erfolg. Gute Möglichkeit für ein Freistoßtor. Und hier sehen wir die Ballbesitzstatistik. Und er ist drin! Und da fängt er sich schon wieder ein Tor. Also manchmal ist man ganz nah dran zu fordern, dass der Torwart ausgewechselt ist. Ja, und das ist noch nicht mal ein Witz, das ist tatsächlich eine Alternative, denn der steht völlig neben sich hier heute. Es sollte sich rumgesprochen haben. Standards gegen diese... Eigentlich muss er jetzt nur noch dafür sorgen, dass seine Mannschaft die Führung nach Hause bringt. Völlig überzogen und er bringt sich damit als Schiedsrichter auch unter Druck, denn diese Linie muss er jetzt durch. Und jetzt starten sie an Konter. Da freut sich der Trainer. Sie sind nur ein Tor hinten. Es ist noch nicht vorbei. Nee, das wird noch mal eine ganz enge Kiste. Box. Pischel. Das ist doch die Möglichkeit für einen Konter. Klasse Zuspiel. Oh, da macht sich noch mal was an. Sie haben sich einfach
einfach nicht aufgegeben. Und manchmal führt das zum Erfolg. Siehe hier. Ja, sensationell, dass sie da nochmal zurückkommen. Und das ist verdient. Wer jetzt abschaltet, ist selbst schuld. Wir erleben hier ein Drama, ein unglaubliches Fußballspiel. Oh, Achtung! Sie versuchen zu stören. Wer gewinnt jetzt das Tor? Achtung, jetzt! Fast schon eine